Für so eine Online-Tagung wie der heute und gestern des KITs sind natürlich drei Erfolgsfaktoren wichtig. Faktor Nummer 1 ist eine super Plattform, die sowohl als Chat- wie auch Übertragungsplattform existiert. Punkt Nummer 2, an der Stelle Medientechnik, also alle Referenten ins richtige Licht setzen, natürlich auch die Teilnehmer. Und damit sind wir schon bei Punkt 3. Ohne die Teilnehmer, ohne Referenten, ohne die Moderatoren, ohne alle, die im Hintergrund mitwirken, würde das Ganze nicht funktionieren. Also von daher nochmal Dank an alle. Kommen wir vielleicht in die Richtung, was kommt, was bleibt. Früher gab es wunderschöne Vortragungen, jetzt sind wir in der Online-Tagung und natürlich ist die Frage, gibt es zukünftig Hybrid oder vollständig online? Wir werden es sehen beim KIT.